The Carlins. Water or the wine? Nehmen Sie das Wasser oder der Wein? Nehmen Sie einen reichen Mann oder einen armen? Bloß feststellen Sie vorher fest, ist es echte Liebe. Schönen Volkbeitrag. Sie haben schon sehr viel Erfolg in England gehabt und wir werden auch stark hoffen, dass Sie bei uns Erfolg haben werden. Nun, ich habe ein paar Überraschungen angekündigt. Ein alter Freund von Beat 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 ist heute Abend da, nämlich Mr. David Garrick. Jawohl. Wir freuen uns außerordentlich, dass David da ist. Er hat für uns heute Abend zwei Titel. Der erste trägt er gleich vor und sie heißt Don't Go Out Into the Rain. Gehen Sie nicht draußen in den Regen. Den Stil kennen wir schon, aber ich verspreche Ihnen eine echte Überraschung bei seinem zweiten Titel. Das etwas ein bisschen später. Vorweg, Sie sehen hier eine Blume, nicht umsonst. Flower Power ist auch hier und wir haben heute Abend, wir feiern einen echten Premiere in Beat 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 in unserer Sendereihe, nämlich die erste Gruppe aus Italien und zwar Gruppe Nummer 1 in Italien. Echten Stars sind da heute Abend für Sie. Ich lasse Sie gleich überraschen, Sie heißen The Rokes, R-O-K-E-S. Ich möchte wetten, dass Sie bisher kaum was gehört haben, den Namen werden Sie nie wieder vergessen. Vier äußerst begabte Burschen. Sie tragen zuerst eine Nummer für uns in Italienisch vor, wo sie seit 4 Jahren leben, obwohl, nächste Überraschung, sie aus England kommen. Sie sind alle Engländer, haben aber seit 2,5 Jahren einen Bombenerfolg. 4 Millionen umgesetzten Platten in Italien und die Reihenfolge geht weiter und weiter und weiter. Sie stellen sich vor zuerst mit einer Nummer namens Che Mondo Strano, übersetzt, die singen es in Italienisch, Was für ein fremder Welt. Und als zweiter Titel nach David Garrick auftritt, sage ich Ihnen vorläufig nur der italienische Titel. Diese Nummer kennen Sie, es war ein Welterfolg. Die Geschichte erzähle ich Ihnen später, okay? Die zweite Nummer heißt Piangi con me. Darüber etwas später. Und jetzt, meine Damen und Herren, aus Rom, Italiens beliebteste Gruppe, The Rokes.